Hallo, ihr Händler von der Trading Fund. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Dienstag, der 2. September und wir haben 17.58 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. Ihr wisst, ich muss das sagen, Vorschrift vom BaFin. Alles gut, mache ich gern, kein Problem. Vor euch liegt der Goldchart. Gold und zwar eine Kerze eine Woche. Und was habe ich in den letzten Wochen alles wieder gelesen? Gold 3000, Gold wird nie wieder fallen und, und. Genau das Gleiche hatten wir ja auch. Ja, und das ist 2011. Genau das Gleiche hatten wir auch. Und dann hat es erstmal die Grätsche gemacht. Also deswegen, ich gebe da jetzt nicht so viel auf diese Aussagen. Was mir auffällt, ist in der Woche, das ist 10-Wochen-Linie, das ist 20-Wochen-Linie. Ich habe hier schon mal so eine Horizontallinie reingemacht, weil wir brauchen die gleich nochmal. Wir sind negativ über das Histogramm in dem MACD, über die traditionelle Sichtweise noch nicht. Ob das kommt, werden wir sehen. Aber das ist nicht positiv. Das ist definitiv negativ und wir sind auch weiterhin negativ in der Stochastik. Wir waren aus dem Band raus und sind wieder ins Band rein. Bisher hat die 10-Wochen-Linie gehalten. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt 1908. Die steigt natürlich leicht jeden Tag. Ich bin, wenn ich das hier so sehe, der Meinung, der Markt hat eine, also das Gold hat eine sensationelle Bewegung gemacht. Das hat sich jede Pause verdient. Das muss ja nicht gleich so eine hier sein. Aber ein Zurückgleiten bis zu 1817 kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Gehen wir mal auf den Tag. Und ich nehme die 1817 mit. Hier ist sie. Vom Tag her ist es so, wir haben diese sehr schöne Bewegung gehabt von 1800 hoch auf 2000. Und wo war das hoch jetzt hier? 2069. Dann darf der hier mal ein bisschen korrigieren. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind immer noch leicht negativ über das MACD. Wir sind weiterhin leicht negativ über die Stochastik. Vor diesem Hintergrund kann ich Folgendes sagen. Dieser Punkt hier im Chart, 1880, ist wirklich wichtig. Der wird rot gefärbt, wenn wir die 1900 unterbieten mit Schlusskurs abends. Dann ist das die letzte Hoffnung, die er hat. Und dann glaube ich also auch, man sieht es hier, das war ein Bereich, die 1817, die hat oft gehalten, war Widerstand. Und als sie dann letztendlich genommen wurde, ist der Freund dann hochgegangen. 1817 ist eigentlich das, was ich denke, was der Markt durchaus machen kann. Und dann ist eigentlich nicht viel passiert. Das Gold liegt super. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, entweder weiter etwas seitwärts oder leicht korrektiv. Ich sehe jetzt von dem Chartbild hier kein echtes Signal, wonach das hier höher gehen sollte. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Zwar einmal diesen hier, 1778. Da sind wir also noch ein bisschen hier ungefähr. Wer natürlich sagt, ach komm, Schlegel kann wieder zählen, ja, das Ding geht hoch und wir sehen die 5000 oder was auch immer. Dann wäre das der Schein meiner Wahl, eben weil er hier unter dieser Unterstützung liegt, unter der 20-Wochen-Linie und unter diesem horizontalen Bereich. Das ist von Goldman Open-End-Schein. Hier ist er. Das ist die Gustav Cäsar 89K2. So heißt doch ein Berg, oder? K2, ja. GC89K2. Das ist im Moment ein 12er Hebel, das ist eine relativ gemütliche Option. Gucken wir mal nach dem Short. Den Short, den kann ich eigentlich schon relativ flott hier hinterlegen, hinter die 2073. Und da finde ich diesen hier, eine 2105er. Also 2105,50 im Moment ist ebenfalls ein 12er Hebel. Und das ist von Goldman die GC53N8. Die kommt bei mir nur in Frage, wenn wir wirklich diese Kerze hier rausnehmen und unter die 1880 gehen, mit Ziel 1817. Ich bin kein ausgesprochener Goldhändler, kann ich wirklich nicht sagen. Vor dem Hintergrund, ich halte mich da eher zurück und versuche das so neutral wie möglich zu sehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.